So, und da sind wir. Unterwegs in dem Bus. Wahrscheinlich wird hier nichts Großartiges passieren, außer dass ich... Welcome aboard, kid. Ja. Hinterschauen. Nee, nee. Ja, hier kann nichts viel passieren, leider. Ja, letzte Folge haben wir Granny geholfen. A couple of weeks now. Officer Franny geholfen. But it feels longer than that. You? Das gleiche. Mm. Are you frightened? Manchmal. I know it's tough, but try not to think about it. What you should do now is rest, if you can. You'll feel better. Na komm, ruhen wir uns aus. Hier wird eh nichts Großartiges sein. Dahinter habe ich ja schon nachgeguckt. Theoretisch dürfte eigentlich jetzt in dieser restlichen Zeit der Episode nicht viel passieren, leider. Awake, eh? Er wird nämlich weg sein. Können wir mal dahinter schauen? Ja, aber... Wie weit ist es noch bis zur nächsten Haltestelle? Ich weiß ja, was mit der Lampe passiert ist. Er ist einfach ausgestiegen. Oh, 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 oh. Okay. Ich glaube, das war schon das Finale. Doch, noch nicht. Ich denke mal, wir werden jetzt nochmal zum Grab gehen. Kann zumindest gut möglich sein, oder? Nee, doch nicht. Oder doch? Ach ne, wir sind bei Super Burgers. Ja, dann werden wir nochmal Stan und Mitch begegnen, aber nicht so, wie ich es mir ein bisschen erhofft habe. Und die randalieren hier. Get your tapes and snacks here. Tapes and snacks. Nein, nein, ich möchte kein Tape haben. Alle wollen so Loris haben. Naja, das werde ich jetzt mal nicht vandalieren. Ach komm, was soll's. Was haben wir hier? Okay, nichts. Autoschlüssel nehmen. Man weiß ja nie. Oh. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Einmal hier rum. Da haben wir doch schon das Motorrad von denen gesehen. Oh Mann. Aber komischerweise, dass sie hier nicht stehen. Immer das einfach so. Welcome to Super Supper. Wanna put some coins in my pig? Klar. Oh man, thanks for the bread. Know what? Herb's in the back, doing whatever it is Herb does. I'm gonna hook you up, but play it cool. And if you want something else, you'll have to get it from the menu. Cool, cool. Alles gut. Na, ich muss den essen, so oder so. Auf dem Weg zur Mauer? I don't know. With the brigades. Might be too violent for my taste. Oh no! This here, ladies and gents, is what you'd call a robbery. Woohoo! Nobody move! Dudes, just take what you want. We got burgers, we got fries. You're safe. Where is it? This is a Super Surfer. Wrong answer, friendo. I'm holding a shotgun. Well, gun or not, the Super Supper still doesn't have a safe. Zeig ihm den Tresor. No, really, there's no safe at Super Supper. But Super Supper, like, still has a register, bros. Now you're talking. Mitch, give me that bag for the loot. The bag? I thought you had it. Mitch! Vielleicht hat der Kassierer
Tüten. Sorry, Super Supper doesn't do takeaway. It's weird, I know. The piggy bank! Put the money in the piggy bank! Okay, fine, but that's my piggy bank, man. Okay. Mitch, get the pig. I don't think I should leave the door, Stan. You know, in case someone comes in. Are you killing me, Mitch? Oh, yeah. He can't help. Then do it! Okay, kein Grund zu schreien. Take the pig and get everyone's money. Time to donate to the Stan and Mitch Fund. So, gehen wir mal hier hin. Okay, Richard. I'm so scared. I think my heart's gonna explode. You don't know that. Please, his heart can't take this. Thank you. Get money in that pig. Richard, wie kann ich das vor? Need a minute. Okay, ich bin gleich wieder da. Thank you. So, ihr Geld bitte. I'm sorry, but I can't. We don't have all day. Es ist nur Geld. Money is a big deal. Ja. Was würden, wenn wir ihnen Geld geben? We do that and they win. Can't you see? And you need my money for that plan? Is that it? I wasn't born yesterday. Ah, guck mal. We don't have all day. Take it. Ja, ist ja gut. Du hast sie gehört. Kid, I have an idea. But you have to trust me. Hast du dich die Helden? Ja, okay. The time is right. What are you doing? I'll we scream ain't got my head day. Off. And you jump on the guy with the shotgun. Das klingt sehr dumm. Then I'll save us on my own. Gib mir jetzt dein Geld. Fine, take it. Hey, stuff that pig, kid. Get the money, kid. Hör mal jetzt einen Arsch. You little piece of It's good that you told us that, little lady. Geht nicht mal Arsch sein hier. Wie fühlst du dich, Richard? Get money in that pig. Eigentlich war's das jetzt, ne? Ja, ich kann nichts mehr machen außer warten jetzt. Den haben wir, den haben wir. We don't have all day. Damn, you made it rain, kid. Now are you coming with us? Yeah. Wouldn't be a good robbery without a hostage. Stan and Mitch rules. Let's get out of here. Mitch, how much is in the pig? $122. $122. Best robbery ever! Echt jetzt? We're rich! Go on. I know you're dying to ask two robbers like us a question. Hast du das Gefühl, dass was das Bus vorstellt? Yeah, me and Mitch were just talking about that. Yeah, it's like the air is crackling with electricity. Die Revolution steht vor der Tür. Vor unserer Tür, Leute. You don't say. Ihr werdet mich doch gehen lassen, oder? We're not gonna hurt you, kid. Just needed a fake hostage. Stan and Mitch rules. Ich verstehe die Regel von Stan und Mitch. We better get going, Stan. Here, kid. For your emotional duress. Dankeschön. Good luck, little lady. Stan and Mitch! Ist jetzt eigentlich mitgekommen? Bin ich jetzt mit denen gefahren? Nö. Okay. Also zu dem Burgerladen kann ich jetzt auch nicht mehr zurück. Oh. Okay, die Polizei steht da. Ja.
Das war's dann mit der Polizei. Mit dem Raubüberfall. Ah, ich bin voller Energie. Wir müssen uns auch nicht mal ausruhen. Wenn wir mal den Wagen stehlen. Und dann werden wir losfahren. Weiter Richtung Grenze. Aber ich denke mal, das hat jetzt keinen Fortschritt wirklich gegeben. Ne, immer noch 80%. Ach, das ist so ärgerlich. Ich glaube, ich bin jetzt auch alleine hier. Da ist nichts. Okay, ich kann hier nichts machen. Ich muss einfach noch ein bisschen warten. Ja, da ist einfach nichts. Schönes Panorama da. Kann niemand da draußen schauen. Okay. Da. Ein paar Proteste am Straßenrand, das ist ja ganz normal. Schon wie blöd in die Gegend rum. Aber anscheinend können wir noch fahren. Und es. And now, listeners, a sneak peek of today's Sonia show. Surprisingly, it does appear Flores has some supporters. Probably members of the Brigades. Tune in later to hear more. Ah. Stop! I'm famous! Sonia Sanchez. That's right. It's me. Your beloved Sonia. Oh, yeah. Listen, I've had a little limo crash. Would you be a doll and give me a ride to a payphone? Es wäre mir eine Ehre. Thanks, hon. Adam! The kid's gonna give me a ride. You think about what you done. Is Adam okay? No, he's just in a temporary state of shock. He'll snap out of it. Now, come on. Ain't got all day. I'm goddamn Sonia Sanchez. Oh, ich weiß, was passiert. You actually drive this dump on wheels? I mean, it's nice. Real lived in. Freut mich, Sie kennenzulernen. Thanks, hon. It's an honor to meet you too. Did you know there's a burger back here? I'm gonna put it next to you. Try not to eat my fingers, okay? Gut, dass ich volle Energie habe. Tut mir leid, Sonja. Whatever. Ask me a question, hon. I know you're burning too. Ja, okay, sicher. Wissen Sie etwas über den Teenager, der gestorben ist? Yeah, I know the Brigades are behind it somehow. Na gut, gelogen hat sie jetzt nicht. Das wird Tyrick noch zu fängen. Please! He's got a stranglehold on this country. So, honey bunny. How much do you love my show? Welche Show? Patria's number one show. The Sonia Show. Ich glaube, das sind alles Fake News. Wait. You're not one of them, are you? Zu wem? A Brigade thing that.
Auf keinen Fall. Well, that's a goddamn relief. Ja, ich hasse diese Typen. Well, sparkling as your conversation may be, you're boring me, honey buns. But I have an idea to liven this hearse up. Wie bitte? Dance party! Oh Mann. Die hat Ansprüche. You kidding me? Jesus, kid. Ja, ist ja gut. That's it. Turn it up. Ich glaube, dasselbe habe ich letztes Mal auch gemacht. Wenn sie meinen. Können Sie ins Krankenhaus fahren? Oh Mann. Okay, I'm exhausted. Thanks, sweetie. I needed that. Tell me something, and I want you to be honest. Is this even your car? Ich habe es geglaubt, ehrlich zu sein. I thought so. Ich hätte es ihm früher sagen sollen. Relax, Sugar. I haven't had this much fun in so long. Look at that. Reminds me of. An was? Well, of my past. Ach ja, jetzt erzählst du wahrscheinlich. Saw my brothers recently. Ja, ich glaube, die letzte Episode wird immer gleich sein. Realize how much I missed spending time with them. I'm not gonna make that mistake again. Was hat it is sometimes, but I'm not sure that's an excuse. But thanks for saying that. It's sweet. Look, a phone booth. Stop the goddamn car. Hä? And it looks like you're just about out of gas. Ich hab genuckelt. Oh, ich komm schon. Klar, keine Sorge. Es hat mich gefreut. Nice meeting you too. And thanks for the ride. I don't know where you're heading, sweet pea. But good luck getting there. Danke. Oh, ein Küsschen von Sonja. Hä? Oh, eine Telefonzelle. Oh, eine Telefonzelle. Schwebt sie erstmal in der Luft. Ach, guck mal. Da sind wir jetzt an den Grenzen angekommen. So, dann würde ich mal sagen, in der letzten Folge sind wir fast an den Grenzen angelangt. Das letzte Mal. Ich denke mal, danach werde ich nicht das nochmal starten, obwohl ich gerne die letzte Episode von Stanimage auch sehen wollen würde. Aber... das wird erstmal nicht passieren. So, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der letzten Folge wieder. Bis dahin sage ich erstmal wieder Tschüss. Und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Obwohl...
Wenn ich zurecht überlege. Ach komm, wir ziehen das durch. Wir wissen ja, was passiert. Ja, nein, wir lassen das. Wir ziehen es durch, die Folge. Wenn ihr jetzt wahrscheinlich, können wir noch einmal sprayen. Rebelliert. Und die Steine sind wahrscheinlich umgekippt. Hier rechts brennt jetzt alles. Durch den Felsen können wir. Wobei, wisst ihr, was will man das nochmal für unser gutes Gewissen? Einmal noch für unser gutes Gewissen. Hands where I can see them now! You're under arrest! Oh ja. Also kann man davon ausgehen, dass die letzte Episode immer gleich sein wird. Oder fast gleich sein wird. Wo bin ich? In a holding cell near the border. They brought you in last night. Meine Augen. They beat you. That's why. But it should come back soon. Denn das sind nur wir bei dir? No, there are other cells here. Guys, say hello! Hey. Oh Gott. Wie lautet deine Geschichte? A guy called the cops at me at a gas station. There was another teen there. Must have been arrested too, but taken in a different car. Wie lange bist du schon hier? We don't. Oh. We wait until we're sent to the pits. Won't be long now. Ach ja. Ah, jetzt geht die Ausdauer so langsam runter. Was ist hier los? Your friend's been chosen for a new treatment. We'll turn him into a good teenager yet. Ach, halt die Fresse. Ihr Monster! Ach komm, was soll's. Ich glaube, das wird jetzt leider nicht viel ändern. Wir holen uns jetzt erstmal weiter. Ich könnte es ja eh nicht ändern, dass er leider festgenommen wurde. Wow. Wahltag. Wake up! Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Shut up! You're being transferred to the pits. Now get up! Was ist das für Geräusche? It's election day and scum like you want to make trouble. You need to go! Now time to get you in the truck. Ich will nicht in die Grube. Max? Max! Stay riding, man. I don't know if you can talk now. Oh Mann, und so viele Demonstranten wieder. Kann auch nichts machen. Ich hasse dieses Land. Do I know you? Sonia here, live at the border on election day. Where events have quickly turned into a heated protest. Fires are spreading as rioters in high numbers have gathered at the wall. The tension is rising. That new hat, Jared? How do they expect me to do a transfer in this? Look at this, man. This is crazy. It's happening. The BBs will save us. I know it. They know we're in here, right? Stop that! Get your hands up! Stop! What was that? A prison van has just been flipped over.
Go, go, get him out! Everybody, to the wall! Where the hell is Robert? Big John, did you see Alex? You saw Alex? Where is he? At the wall. Kid, come with me. I gotta find some more. This way, young blood! Ja, ja, ich folg dir. There's an opening up here! Alex! What are you doing? John! It's not what you think! Robert got someone to make the bomb using my blueprints! I'm trying to disarm it, but it's not working! Ansehen. Robert must have changed the code! Dude is a straight-up a-hole! He probably used a code you wouldn't know. Welche Code würde Robert benutzen? I have an idea! Young one, try 6682! Sechs, you sure? Eight, it worked! But how'd you know? That was the code of the first bomb. Your birthday. First bomb? My birthday? Your mom and dad, Alex. Naomi and Steven. They built it and used the most important day of their lives as the code. We were gonna use it. But there was a problem at the last moment. That's when Connie and I tried to take Tyrak out in the truck. We'd worked too hard to come up empty-handed. But we missed. And Tyrak detonated the explosives on the peak. And my parents were killed. Yes. And Connie. And so many others that day. Why didn't you tell me this sooner, John? I thought it'd radicalize you. Push you to build the bomb. And I didn't want you to hate me. Hate you? If I had killed Tyrak, your parents would still be alive. They made their choices, Mr. Yu. They put themselves in that position. That's not on you. Thanks for saying that, kid. Now come on, let's... Don't move! Hands up and turn around, slowly. Hands up, I said! Mom! Don't shoot! Alex? Your mom's a cop? Get out of here, Alex. That voice. Wait. Papa Bear? No! You know each other? Yeah. Turns out I've been chatting on the CB with the very person I was after. Well, it's not great for me either. The woman I love being a cop and everything. Love. Yeah. Love. Ha! Don't make me laugh. Listen, I'm sorry I stood you up. I chickened out. You think I care about that now? My mom and Mr. Ursus? We're gonna go on a date? My mind is gonna explode. Alex, I told you, get out of here! Listen to your mom. So, how do you know each other again? I did some work for the brigades, for info on my bio parents. John knew them. Yeah, right. It's the truth. My girlfriend and I were friends with Alex's parents. Your girlfriend? She died in 86. I've been trying to protect Alex. You gotta believe me. It's true, Mom. John wasn't using me. He was trying to protect me. Look, I screwed up. I became a part of something that turned bad. Not a day goes by that I don't regret it. But I'm a different person now. I want to be with you. I'm a cop, and you're a wanted criminal. Forgive me, but I don't see how that could work. Mom, look around. Things are happening. Change is happening. Give John another chance. He screwed up, but we all make mistakes. You, for instance. Me? Yeah, I mean, come on, Mom. You know what Tyrek is doing to teens. I do. Yes. You really want to keep working for a government that does that? No. I haven't wanted to do my job for a long time now. But I did it. For you. Well, you no longer have to, Mom. Now please, lower your gun. Thank you.
together. There's nothing keeping us here. We can leave. Mom, what do you think? Kid, you can come if you want. So, und diesmal werde ich nicht mitlaufen. Supporters on the other side of the wall have broken through and are now fighting the border forces with the brigades. Could this be it? Is the revolution really happening? Den Kampf anschließen. Letztes Mal war das ja so, dass Zoe ja aus der anderen Seite des Landes halt kam. Ich glaube, jetzt frage ich mich gerade, ob das auch so stattfinden wird. Now might be a good time to go, sir. Ach guck mal, jetzt findet das sogar nicht statt. Ach doch. Ja, nicht ganz. Da kommen die Jugendliche. Ich sehe da Hintergrundbewegung. Es schießt wieder wild um sich. Aber letztes Mal ist Zoe umgefallen. Jetzt ist es einfach irgendein random Jugendlicher. Oh, mit offenen Augen sogar. So. Und die hauen ab. Ja, ich war das jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich war jetzt ein Mädchen. Die zumindest jetzt nicht passen. The uprising that started that day spread to most of Petria, ensuring a fair, democratic election. Floris won by a landslide and promised to repeal much of what Tyrak had done. Tyrak was arrested and tried for his crimes. The iron pits were closed, and the wall came down as well. Though it's far too early to tell what the future of my country holds, for the first time in many years, there is hope. And that, at the very least, is a good place to start. Aber das war's jetzt auch mit dieser Version. Ich werde nochmal gucken, das werde ich jetzt aber nicht spielerisch mehr aufnehmen, dass ich die letzte Episode von Stan Image auch nochmal kriege. Ich wollte ganz gerne von hier in einem Video haben. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und mal gucken, was ich als nächstes spielen werde. Ich habe schon so ein paar Ideen. Mal gucken, ob das auch was wird. Aber bevor wir uns das Ganze, den Abspann uns wieder anschauen, verabschiede ich mich und würde mich freuen, wenn ihr mir beim nächsten Let's Play Projekt wieder dabei seid. Bis dahin sage ich erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.